Beretta 82, Walther PK 83. Beide größentechnisch ungefähr gleich. Welche ist die bessere? Wir wollen mal gucken. Im BDMP bieten sich unwahrscheinlich viele Disziplinen an. Und innerhalb dieser Disziplinen eine Vielzahl von verschiedenen Waffen, die man dafür verwenden kann. Eine dieser Disziplinen ist Dienstpistole, eine weitere ist PP4. Bei beiden Disziplinen sind Kompaktwaffen durchaus realisierbar. Ich besitze ja zwei kompakte Waffen. Einmal meine Beretta 82 BB im Kaliber .32 Auto oder 7,65 Browning und dann meine Walther PK 380 im Kaliber 9mm Browning Kurz oder .380 Auto. Auch wenn meine Beretta für PP4 verwendet werden könnte, habe ich bei dieser Waffe einfach das Thema, ich möchte an dieser Waffe nichts verändern. Sie ist bei mir für die Disziplin Dienstpistole 1 im BDMP, wo ich ja eine ganz strikte Vorgabe habe, was zulässig ist und was nicht. Zum Beispiel Abzugsgewicht, Visierung etc. In diesem Fall Dienstpistole 1. Die Walther PK 380, da kann ich, wenn ich Bock habe, dran basteln lassen. Abzugsüberarbeitung etc. Beide Waffen sind annähernd gleich groß. Ihr seht, sie ist leer. Genauso auch die Beretta. Wenn wir jetzt mal beide Waffen nehmen und wir halten sie mal nebeneinander, sehen wir, sie sind gleich groß. Die Walther vielleicht einen Tacken kürzer sogar. Wir sprechen hier also über eine Lauflänge von rund 3,5 Zoll. Mit 3,5 Zoll Waffen auf 25 Meter zu treffen, das ist schon sportlich. Aber es macht Spaß. Ich habe jetzt beide Waffen mal testen können im Bereich PP4 dynamisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Beretta 82 BB ist ein bisschen besser. Sie ist ein bisschen präziser. Mag vielleicht auch daran liegen, dass der Rückstoß wesentlich geringer ausfällt. Kleinere Patrone, sprich die 7,65er Browning, gegenüber der 9mm Kurz. Wobei der Rückstoß bei der Walther auch sehr, sehr moderat ausfällt. Bei der Walther muss man ganz klar sagen, diese Pistole bewegt sich in meinen Augen im Low-Budget-Bereich. Ist ganz klar. Ich habe auch nie einen riesengroßen Anspruch an diese Waffe gehabt. Aber mit ein bisschen Training geht auch diese Waffe sehr gut. Sie ist sehr schön im Handling, sie hat einen riesen Vorteil, man kann die Waffe mit zwei Fingern durchladen. Das ist insbesondere für Frauenhände sehr, sehr interessant. Die Beretta hingegen, die ist extrem stramm, was die Feder betrifft. Und damit ist sie für Frauen relativ schwer zu handeln. Sollte man also durchaus bedenken. Die Beretta 80er Serie gibt es aber auch im Kaliber 22, wie auch im Kaliber 380. Wäre also auch durchaus eine Alternative. Was die Patrone betrifft, wollen wir mal ganz kurz ein kleines Side-by-Side machen. Das sind jetzt beides Gecko-Patronen, Vollmantel-Rundkopf. Hier haben wir die 9mm kurz, hier haben wir die 7,65. Also man sieht, das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied in der Patrone. Beide Magazine dieser Waffen nehmen die gleiche Anzahl von Schuss auf, sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sind 8 Patronen, beide Waffen. Das ist also identisch. Das reine Schießgefühl der Waffen, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Beretta ganz klar besser. Die Verarbeitung ist eine ganz andere. Hier ist tatsächlich alles aus Metall gefertigt. Bei der Walther, klar, bei 350 Euro Neupreis, da kann man wirklich nicht viel erwarten. Und da ist zum Beispiel auch das Abzugszüngel aus Kunststoff gefertigt. Und das merkt man auch. Bei einem harten Abzug, der ist noch ungetunt, merkt man wirklich, wie so das Züngel immer wieder ein bisschen vom Material her nachgibt. Ist ein bisschen unschön. Mal schauen, vielleicht kann ich meinen Lieblingsbüchsenmacher davon überzeugen, mir ein anderes Züngel dafür zu bauen aus Metall, was dann vielleicht ein bisschen bessere Abzugsgefühl gibt, wenn ich ihm das Ding irgendwann mal gebe zum Abzug überarbeiten. Bei beiden Waffen ist der Griff einer der maßgeblichen Punkte für mich.
Sie haben beide einen relativ, für die kompakte Waffe, kräftigen Griff, was bedeutet, dass man selbst mit mittleren Händen gut die Waffe halten kann. Hier am Beispiel der Beretta, man sitzt auch sehr schön hoch bei dieser Waffe. Sie sitzt sehr hoch in der Hand, was richtig, richtig gut ist für die Rückstoßkontrolle. So, genauso auch die Walter ist ein bisschen höher in der Laufachse, aber auch hier sitzt sie unwahrscheinlich gut in der Hand. Am Ende des Tages schieße ich beide Waffen sehr, sehr gerne. Es sind beides keine High-End-Sportsgeräte. Diesen Anspruch habe ich nicht. Ich habe auch nicht den Anspruch, immer irgendwo vorne mitzuschießen. Gesundes Mittelfeld reicht mir aus. Deswegen brauche ich auch keine super teuren Waffen. Wer aber jetzt zwischen diesen zwei Waffen wählen wollen sollte, sollte sich tatsächlich eher vielleicht an die Beretta ranhalten. Die sind zu einem vernünftigen Preis gebraucht zu bekommen. Neu werden, soweit ich weiß, nicht mehr hergestellt. Sie sind qualitativ sehr schön. Sie liegen super in der Hand, sind leicht auseinander und wieder zusammenzubauen. Und das Schussgefühl ist einfach genial. So, in diesem Sinn, das war eigentlich so ein kleines Bladibladiblub-Vergleichsvideo zwischen diesen zwei Waffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinn, macht's gut.